Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Platin-Edition. Wir sind immer noch in unserer Flugmonolocke, haben beim letzten Mal den Rivalen besiegt und uns den Orden aus Herzhofen geholt. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Schlaede. Da kommen wir durch Trostu. Und ja, wie gesagt, letzten Endes ist aber Schlaede unser Ziel. Wird ein bisschen dauern, der Weg ist ein bisschen länger. Oh, den können wir bestimmt gut gebrauchen. Auf der nächsten Route gibt es Sichlor. Ich meine, es wäre die nächste Route. Oh, der hat die Profi-Angel. Nicht, dass wir die Profi-Angel gut einsetzen können. Oh, ich hätte gerne. Ja. So halt. Es gibt ja noch ein Wasserflug-Pokémon, das wir nehmen können. Nämlich Wingull. Beziehungsweise Pelipper. Aber die leben nicht im Wasser, die leben eher auf dem Wasser. Der will nur morgens kämpfen. Dann nehmen wir uns die mal vor. Sie sollten eventuell wechseln. Es ist zwar nur ein Mobile, aber Maracuja ist doppelt schwach gegen Gesteinsattacken. Das könnte böse enden. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um das Pantimimi. Doch, kein Ding. Ja, gut, dass wir gewechselt haben. Das Ding kann wirklich Steinwurf. Damit das Erdbeben noch mehr Schaden anrichtet. So, ich meine, das müsste zwar trotzdem killen, aber eigentlich ist es egal, was wir mit Taylor einsetzen. Tada! Hi. Ein Pichu. Dass die alle mit Baby-Pokémon kämpfen. Liegt wohl daran, dass die wenigstens Pension hier in der Nähe ist. So, erledigt. Harter. Oh. Da ist noch was. Da sind die zu den Bären. Bevor ich die wieder vergesse. Kann man nie genug haben. So. Irgendwie voll blöd, dass es bei den Bären immer nur so eine gibt, wenn man die neu kriegt. Kann man die eigentlich gleich nochmal wieder einpflanzen, so bringen die einen nichts. Ist das eine Aroma-Lady? Nee, ist jetzt Züchterin. Naja. Umso besser. Wir können eigentlich mal Peach ablegen und das Togepi-Ei ausbrüten. Das wäre vielleicht eine Idee. Langsam aber sicher sollten Peach Statuswerte zu niedrig machen. Wir erinnern uns, Peach gehört zu der Kategorie Start Käfer-Pokémon. Das sind Käfer-Pokémon, die man sehr früh fangen kann, meistens schon in den ersten paar Routen. Die sich sehr früh weiterentwickeln und dadurch ein sehr starkes Early-Game haben, weil sie halt als entwickelte Pokémon höhere Werte haben als unentwickelte Pokémon. Jetzt kommen wir allerdings langsam zu einem Level, wo halt die Gegner auch viele entwickelte Pokémon einsetzen. Und ja, es hat leider ziemlich schlechte Werte, was den direkten Vergleich angeht. Aber wir haben gar nichts zum Entparalysieren. So was Blödes. So halt, von daher wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir dann auf Togetic umsteigen. Immerhin, Togetic ist zwar nicht so gut, aber wir können es zu Togekiss weiterentwickeln.
Und Togekiss wiederum ist ein sehr gutes Pokémon. Na toll, jetzt bin ich nur paralysiert, bis ich dann auch verwirrt. Ich glaube, wir wechseln. Aber erstmal machen wir das Peak kalt. Oder auch nicht. Na gut, ich meine, es ist ja nicht so, als wenn das Pi uns großartig was könnte. Dem geben halt eher die AP aus, als dass es uns besiegt. Zauberblatt hat man 20 Mal? 25 Mal? Naja, ist ja auch egal. Also wenn man es 20 Mal hat, ist es durchaus Zwinger, als hätte es das 10 Mal. Also ja, bald hat es das nicht mehr. Irgendwie interessant, dass Pi Zauberblatt lernen kann. So, weg damit. Oh, ein Evoli. Naja, wir greifen gerade speziell an, von daher juckt nicht. Sag ich doch. Das wiederum könnte schon jucken. Und zwar in den Augen. So ein bisschen Sand in die Augen. Schon eklig. Ich finde, Evoli hat in Gen 4 so voll den seltsamen Sprite, zumindest in Platin. Der in Hardgold, der ist eigentlich ganz süß und so Silver. So was Blödes. Wir hätten es mit Käferbiss erledigen können. Jetzt ein bisschen weiter Windschuss drauf einsetzen. Naja, was soll's. Dann dauert das eben ein bisschen länger. Wir sollten vielleicht mal ein paar Paraheiler kaufen, ne, wenn wir keine Bären mehr haben. Die vor Herzhofen, die wir da gepflanzt haben, die sind leider noch nicht so weit. Tada! Naja, dann machst du eben kurz Pause. Oh, hier können wir kurz den Dingsens einsetzen, den Spirit-Kern. Ich finde es witzig, dass man Spirit nicht übersetzt hat. So halt, es müsste eigentlich der Seelenkern sein. Oder der Geisterkern. Aber die so, ja komm, lassen wir das mal unübersetzt. Nehmen wir Spirit-Kern. Denglish for the win. So, halt keine Ahnung, was da die Intention war. Na, wieder falscher Gang. So, dann gehen wir mal eben nach dem Kampf ganz flott nach Trostoral ins Pokémon Center, damit wir die Paralyse von Maracuja loswerden. Dann legen wir Peach ab, dass wir das Ei dabei haben. Ich hätte das halt ganz gerne im Let's Play drin, wenn das Ei schlüpft. So halt, so rein theoretisch könnte ich halt jetzt das Ei ausbrüten. Und dann hat es halt nicht die Fähigkeit, die es haben soll. Dann könnte ich es mit PK-Hex bearbeiten oder so. Sagen, hey, guck mal hier, das ist aus dem Ei geschlüpft. So voll das perfekte Togepi. Aber wie gesagt, deswegen hätte ich das halt ganz gerne im Let's Play drin, dass das halt nicht veränderbar ist. Huhu. Hey, Sefi, ich habe hier was Tolles, pass auf. Was sind alle... Warum geht's hier eigentlich? Ich habe ein paar Sticker, aber ich habe vergessen, sie anzubringen. Klar, es liegt daran, dass ich in den Ruinen war. Die Ruinen hier sind toll. Du musst sie dir unbedingt ansehen. Ich habe dort sogar die versteckte Maschine auflockern gefunden. Wie auch immer, wir kämpfen ein andermal. Bis dann. Hier gibt's Bären. Die blaue daneben ist die Persingbeere. Können wir gleich einpflanzen. Und die ganz... Auf der rechten Seite, das muss irgendeine neue Beere sein. Irgendeine Gen 4 Beere. Die anderen erkenne ich noch aus unseren... Oh, eine Giefelbeere. So sehen die also aus. Interessant. Das ist eine Gen 3 Beere, tatsächlich. Die erkenne ich noch aus unserem Run. Da aus unserer Pflanzenmonolocke. Das nächste Mal, wenn wir nach Höhlen gehen, machen wir das mit Unlicht-Pokémon.
Das wird sicherlich spannend. So halt, wir haben auf den ersten roten Pfäffchen. Dann haben wir hier Zubiris. Und Zubiris brauchen wir mehr oder weniger, um die zweite Arena zu schaffen. Dann verlieren wir zwar... Oder würden wir zwar Blanas, das ist ja auch Pflanze Unlicht verlieren, aber das können wir ja mit Noctuska ersetzen. Ich glaube schon, das wird ganz cool. So, ein paar Paraheiler wollten wir kaufen. So, sind wir vorbereitet. Wir haben bestimmt was zum Verkaufen, ne? Wir waren lange nicht mehr im Laden drin. Damit. Haben wir hier noch was? Nö. Können wir noch ein paar Tränke kaufen? Wir haben jetzt nicht mehr so viele. Gibt es hier mittlerweile den Superschutz? Ja, Gott sei Dank. Ich nehme gleich 30. Die müssen eine Weile hinkommen. Man kann nie genug Schutz dabei haben. So, mal kurz sein, dass wir diese blöde Paralyse loswerden. Und ich meine, Alien fehlen auch so ein ganz paar KP. So, dann. Und ich meine halt, wenn das Togepi kacke ist, können wir immer noch auf Peach zurückwechseln. Wir können dich auch mal kurz mitnehmen. Da unten ist ein Zerschneiderbaum. Können wir den auch eben kurz kaputt schneiden? So, hier unten war noch was. Da. Gucken, was das ist. Gibt es hier nicht auf der Route noch Stahlflügel irgendwo? Oh, das ist sogar Stahlflügel. Nice. Ah, Stahlflügel. Stahlflügel ist halt ganz cool, weil ein Stahlflügel halt eine effektive Attacke gegen Gesteins-Pokémon gibt. Gucken. Ich glaube, für Talon wäre das eine ganz gute Wahl. Weil Talon kriegt auch noch Nahkampf. Was hat Keks denn für Attacken? Ja, gut, wir könnten den Kreideschrei vergessen lassen. Hier können wir halt auch noch Raub vergessen lassen, aber halt, Alien hat halt schon ein sehr TM-lastiges Attackenset. So 3 von 4 Attacken sind halt TMs. Und darunter Erdbeben, also eine ziemlich wertvolle. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Ressourcen reinstecken möchte, so halt. Vor allen Dingen, wir treffen, glaube ich, alles, was wir mit Stahlflügel treffen würden, auch mit Felsgrab und mit Erdbeben. Hier kriegen wir später noch einen Nahkampf drauf. Das ist, glaube ich, die einzig andere Attacke, die wir noch kriegen, die halt großartig erwähnenswert wäre. Ich müsste mir nochmal die Move-Pools angucken. Oh, wir sollten vielleicht nicht Panflammer an zweiter Stelle haben. Ich will es nicht einsetzen. Ey, pst. Gegen die haben wir ja auch noch nicht gekämpft. So, ich würde sagen, wir setzen auf das Bammelin einfach mal... Eine Rückkehr ein. Was haltet ihr davon? Und das Hasprior kriegt einen Pflücker ins Gesicht. Tja, ich würde sagen, das Hasprior wurde einfach gepflückt. Wie eine reife Kirsche von einem Baum hat Kix seinen nicht vorhandenen Arm ausgestreckt, es genommen und vernascht. Fragezeichen?
Ich sehe schon, ich komme wieder in Teufels Küche mit der Wortwahl. Erst denken, dann reden. Easy. Dann habe ich noch Calcium. Das können wir uns ein bisschen aufbewahren. Calcium erhöht den Spezialangriff und wir haben halt fast nur physische Pokémon. So, ab in den Turm. Neblig hier. So, dann nochmal Schutz drauf. Sehen, dass wir die hier loswerden. Und dann können wir nebenbei noch ein paar Kämpfe bestreiten. Die EP werden uns gut tun. Oh, Moterpel. Moterpel ist auch ein Flug-Pokémon, by the way. Ich müsste mal das Burmi trainieren, damit es sich weiterentwickelt. So, halt, Moterpel lernt halt auch relativ gute Attacken. Dürfte aber ähnliche Werte wie Papinella haben. Also von daher, ob wir jetzt halt Peach... Oh, das gab man zum Glück. Okay, ob wir jetzt halt Peach oder ob wir jetzt das Moterpel nehmen. Spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Na toll. Ey, Geschwätz ist so eine coole Attacke, ne? Also jetzt nicht, weil es uns verwirrt hat. Gott, das hat ganz schön viel Schaden angerichtet. Das ist speziell, ne? So halt, wenn wir jetzt den Volltreffer einstecken, war's das. So halt, bei Geschwätz kann man halt verändern. Natürlich kann es auch noch Gesang. Kann man halt auch noch verändern, welchen Ton Plaudergeil von sich gibt. Plaudergeil kann nämlich die menschliche Sprache erlernen. Und dann kann man halt über das Mikrofon vom DS, kann man dann den Sound von der Attacke verändern. So, man spricht dann was ins Mikrofon, Plaudergeil lernt das dann immer, wenn man die Attacke einsetzt, kommt dann dieser Sound. Das ist voll das coole Gimmick. Ist halt blöd, dass das halt später nicht umgesetzt wird. Hey, Plaudergeil können wir auch fangen. Ja, geil. Ich hatte noch nie einen Plaudergeil im Team, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass Plaudergeil eher schlecht ist. So, Plaudergeil entwickelt sich halt nicht weiter, ne? Wow. Aber so halt, die Idee finde ich ziemlich cool. Ich wüsste halt nicht, was wir dafür rausnehmen wollen. Mal gucken, wie unser Team bis dahin aussieht. Ja, das Ei wird noch eine Weile brauchen. So halt, unser Team rennt halt gerade auch ein bisschen kastriert durch die Gegend. So halt, wir haben halt das Ei drauf, dadurch fehlt uns ein Pokémon. So, wir haben halt gerade nur 4 Pokémon dabei. Das Panflam können wir ja nicht einsetzen. Mal davon abgesehen, glaube ich nicht, dass wir mit einem Panflam noch einen Kampf gewinnen. Oh, wir sollten hier vielleicht bei dem Nebel vielleicht eher Alien einsetzen mit Finter. Treffen wir wenigstens immer. So, bei so einem Nebel ist nämlich die Akkuratesse ein bisschen gesenkt. Und auflockern haben wir ja noch nicht. Also müssen wir das so durch. Kein Ding für uns. Wir haben Finte. Wir treffen immer. Das sei der Gegner. Der tschutschelt ein. Wo ist das Volltreffer? Dieses Pi hatte keine Chance. Guck mal, da liegt Geld. So, was haben wir hier? Ich meine, solange die halt keine Pokémon haben, die für Alien gefährlich sind, ist das halt kein Ding. Wow. Sehr gefährlich für uns. Nicht. So, halt. Ja, ich weiß, wir haben den Flugtyp, aber wir haben auch den Bodentyp. Wir sind dagegen immun. Natürlich fressen wir eine Statik. Ob der auch einen Raichu hat? Ich meine, er hat einen... Oh, er hat einen Sticker. Er hat einen Pichu. Er hat einen Pikachu. Er müsste jetzt rein theoretisch noch einen Raichu haben. Wenn er jetzt 2 Pikachu oder noch einen Pichu hat, ist es irgendwie seltsam. Ja, setzt du Doppelteam ein. Wir haben Finte. Wir treffen dich immer. Du kannst so viel Doppelteam einsetzen, wie du willst.
sollte. Es kann halt maximal daran scheitern, dass wir paralysiert sind. Hat er sich ja echt clever überlegt. Au. Ja, Gott sei Dank ist unsere Verteidigung recht gut. Und Level Up für Alien. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er keinen Reitschuh hat. Der Schmiede, deine Ränke. Ist mir doch egal. Da, weg mit dir. Gut, dass wir Paraheiler gekauft haben. Tada, und schon ist die Paralyse Geschichte. Tja, der Nachteil ist, bei Doppelkämpfen können wir leider nicht so viel Finte-Spam. Beziehungsweise es dauert halt ein bisschen länger. Naja, gönnen wir uns mal. Das wird schon irgendwie, kriegen wir schon hin. Nur halt, dauern die Kämpfe halt ein bisschen länger. Können wir durch die Gegend switchen. Und so schlecht ist unsere Akkuratresse ja auch nicht. Wow. Au. Tja, dann versuchen wir mal mit dem Erdbeben zu treffen. Wobei, ein Erdbeben in einem Turm einzusetzen, ist, glaube ich, jetzt nicht so die schlauste Idee. Erstmal den ganzen Turm durchrütteln. Nicht, dass es das hier einstürzt wie so ein Jenga-Turm. So, die können wir bestenfalls auch einfach mit Erdbeben besiegen. Oh, und sie sind auch noch beide schwach dagegen. Jetzt müssen wir nur treffen. So, Erdbeben und... Heulen wir mal die Ohren voll. Da machen sie noch weniger Schaden. Ich weiß gar nicht, wie ich vorhin darauf gekommen bin, dass Heuler die Verteidigung senkt. Ich bin auch voll doof. Ich werde alt auf meine alten Tage. Natürlich. Die treffen beide und wir treffen von 4 Schlägen. Also einmal. Wie sagt man so schön, einmal ist keinmal. Wieder nicht getroffen. Er trifft dafür. Na gut, er trifft dafür nicht. Einen Treffer haben wir drin. Das heißt, wir haben auch ein Ponyta weniger. Ich sag mal, die Kämpfe dauern ein bisschen länger. Also diese Hit-Ratio ist halt echt total seltsam. Ponyta ist ziemlich fragil, kann sein, dass das nicht übersteht. Naja, ganz knapp. Es wäre schön gewesen, wenn es das nicht überstanden hätte. Naja, wir gleich ruckzuck geben und finde, dann war es das, falls wir es nicht treffen. Natürlich treffen wir nicht, was habt ihr denn erwartet? Und wieder nicht getroffen. Aber er trifft wieder. Ich hasse Nebel. Ich frage mich, was die sich dabei gedacht haben. So, ja, lass uns Nebel machen. So, wenn es neblig ist, dann treffen die Leute nicht mehr so. Ja, aber was kann man denn dagegen tun? Ja, man macht eine VM. Ist die VM nützlich? Nein. Man kann sie nur an 2, 3 Orten im ganzen Spiel einsetzen. Ich meine, gut. Oh, noch eine Rückkehr-TM.
glaub, die da lasse ich stehen. Ich kann nichts sehen, überall dieser Nebel. Ach, wenn euch jemand diesen Nebel auflöst, dann würden die Zweifel sich mal... Ach, wir brauchen erstmal die VM, ne? Toll. Na, dann gehen wir später hier rein. Da. Schutz ist, glaube ich, gerade abgelaufen, ne? So. Ich habe das Gefühl, diese Pokémon-Türme werden immer unspannender und unspektakulärer. So halt, der in Lavandier war noch voll spooky, voll scary. Da waren diese ganzen Exorzisten und da gab es Geist-Pokémon. Oh, wir haben das Item da gar nicht eingesammelt. Und hier? Keine Ahnung. Voll klein alles. Man kann sich nicht mehr verlaufen. Ganz nette Musik. Keine creepy Trainer. Alles seltsam hier. So, wie viel braucht das Ei noch? Wahrscheinlich noch eine Menge. Oh, es bewegt sich schon. Das ging ja flott. Aber ich würde sagen, wir machen mal an der Stelle Pause. Wir sehen es dann nächstes Mal wieder. Wir legen erstmal noch Panflam ab. Jetzt brauchen wir es ja nicht. So halt, bevor ich das vergesse und wir die ganze Zeit damit rumlaufen. So können wir nämlich wieder Maracuja aufnehmen. Weil eigentlich sollten wir lieber Peach aufnehmen, weil Peach unser einzig spezieller Angreifer ist. Aber Maracuja hat die besseren Stats. Ich finde, das ist ein Argument. Weil so viel besser sind die Stats, glaube ich, gar nicht. So, hätten wir das auch geklärt. Jedenfalls, wir machen jetzt an der Stelle hier jetzt wirklich Pause. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen hin und her rennen, dass das Ei bald schlüpft. Weil, wie gesagt, ich hätte das halt ganz gerne im Video selber drin, wie es schlüpft. Und ja, dann sehen wir uns die Ruinen an. Da gibt es ja noch die Auflocker-VM. Und noch ein paar andere Sachen, ein paar Entwicklungssteine gibt es halt auch noch. Die können wir zwar nicht gebrauchen, aber naja, was man hat, das hat man. Und dann geht es auch weiter nach Schlaede. Wir haben noch einen Sichler-Encounter auf der nächsten Route, glaube ich, übrig. Muss die nochmal nachgucken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen. Oder lasst doch ein Abo da. Ihr kennt das Prozedere. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.